Hallo Fischingen, sagen wir heute hier aus dem Benediktinerkloster im Tänzapfenland. Hier leben noch vier Mönche. Es gibt eine Förderschule, es gibt eine Bierbrauerei, es gibt ein Seminarhotel, ganz einen Haufen Sachen. Aber es gibt eben auch ein finanzielles Problem. Seit dem Jahr 2011 gibt es beim Kloster ein strukturelles Defizit und immer wieder rote Zahlen haben resultiert. Auch im Jahr 2018 war es ein Minus, nämlich von 350'000 Franken. Grund genug, um mit dem Klosterdirektor Werner Ibig zu reden. Werner Ibig, herzlichen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, 350'000 Franken Minus letztes Jahr. Jetzt ist noch eine gute Million auf der hohen Kante, wenn man dem so darf sagen. Wie ernst ist die finanzielle Situation? Sie ist sicher ernst und wir nehmen sie ernst. Wir haben zwar noch Baureserven, die sind aber gedacht, um ins Kloster zu investieren, aber das Eigenkapital ist am Schwinden und lange noch für 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren müssen wir eine Möglichkeit finden, um zusätzliches Geld zu beschaffen. Wie oder wo kann das Geld beschafft werden? Da sind wir an verschiedenen Arten dran. Mit dem Kanton, mit verschiedenen anderen Leuten und Institutionen. Es ist im Moment noch etwas schwierig, konkret etwas zu sagen, weil wenn wir Verhandlungen laufen, sollte das nicht an die Öffentlichkeit, aber wir sind wirklich an verschiedenen Arten dran. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass man den Weg in Zukunft auch finanziell findet. Trotzdem gibt es natürlich das Worst-Case-Szenario und das würde ja heissen, Ende nächstes Jahr müssen wir oben runterfahren, wenn wir jetzt keine weitere Geldquelle findet. Ist das so? Sicher steht die Frage von einer Reduktion des Betriebs steht im Raum. Allerdings haben wir dann kein Problem gelöst, weil die Betriebe, die wir führen, Schreinerei, Brauerei, Seminarhotel und die Schule, die tragen über 1 Million bei zu dem Erhalt von dieser Klosteranlage dient. Und wenn wir die stilllegen würden, dann fällt das auch weg. Und die Liegenschaft ist schlicht da. Das wäre die nächste Frage. Was würde es da konkret bedeuten, wenn wir da eben die oben runterfahren müssten? Das wissen wir noch nicht so genau. Das Minimum, was wir an diesen Liegenschaften machen, ist der Dachunterhalt 2 bis 3 Mal jährlich. Dann passiert unten nicht viel. Aber wenn natürlich nicht gelüftet und nicht genutzt wird, dann gibt es relativ schnell grosse Stillstandsschäden. Also das Kloster leer behalten kostet nicht nichts. Und in dem Sinn ist das, was wir machen, das Beste. Und wir leisten auch einen grossen Beitrag. Aber das sind 100 Millionen Neuwert, die wir hier verwalten. Und das können wir mit dem Seminarhotel und mit dieser Schreinerei einfach nicht verdienen. Wer würde denn das zahlen, wenn das für Lehrste? Das wissen wir noch nicht. Grundsätzlich sind wir Eigentümer und wir sind in der Pflicht. Aber wir sind genau zu dem Punkt natürlich mit dem Kanton auch in Verhandlungen, weil letztlich ist ja der Denkmalschutz eine staatliche Angelegenheit. Mit dem Kanton verhandelt man schon ein ganzes Weile. Man hat einmal einen Antrag gestellt von 500'000 Unterstützung pro Jahr, die sie dann abgelehnt haben. Was ist der jetzige Antrag oder was will man mit dem Kanton quasi erreichen? Wir sind in verschiedenen Bereichen am Verhandeln mit dem Kanton. Oder auch als Bürger von dem Kanton und Steuerzahler habe ich natürlich gern, wenn ich sehe, dass man das Frauenfeld ernst nimmt, auch von dieser Seite her. Das heisst, der Kanton Thurgau kann nur etwas hierher geben, wenn er auch eine gesetzliche Legitimation hat. Und da ist jetzt die Frage, findet man im Bereich der gesetzlichen Möglichkeiten, findet man da etwas? Was bedeutet das eigentlich für den täglichen Betrieb im Kloster Fischingen, wenn die finanzielle Situation jetzt ein bisschen angespannt ist? Wir tun alles zum möglichst grossen Beitrag leisten, das Ganze her. Und wir wissen, dass es nicht langt. Aber je näher dass wir zu Null kommen, desto besser sind wir. Das ist unsere Rechnung. Und wir machen die Arbeit hier gern. Und mit viel Engagement und wir sind einfach auf fremde Unterstützung angewiesen. Das ist auch nichts Ehrenrührungs an so einer Art. Auf einer Skala von 10 bis 1, wie optimistisch bist du, dass die Rettung kann gelingen? Wenn 10 das Positivste ist, dann ist es 10. Warum? Nicht gerade heute oder morgen, aber ich weiss, es hat Geld rum. Und es hat Leute und Institutionen rum, die das, was wir hier machen, wichtig finden. Wir haben es einfach noch nicht gefunden.